Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich weiß, die Kameraperspektive ist gerade nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ich habe allerdings den Adapter, wo ich mein Handy aufs Stativ packen kann, im Auto vergessen. Aber es ist jetzt ich werde dieses Video in 27 Teilen drehen. Ich habe vor 2 Tagen ganz, ganz viele Wintersachen für Karl bestellt. Er ist jetzt wieder so sehr gewachsen und ja, ich habe alles Mögliche anprobiert, was er halt im Schrank noch so hatte. Und ihm hat ganz viel nicht mehr gepasst. Und dann hatte ich eine richtig lange Einkaufsliste und habe mich abends mal hingesetzt und ich glaube 2 Stunden oder länger gebraucht. Und hatte dann im Endeffekt alles zusammengesucht und habe alles bestellt, was er jetzt benötigt. Und ich dachte, ich kann da ein Haul draus machen, beziehungsweise Unboxing, was auch immer. Und die erste Sache ist heute schon gekommen. Und zwar handelt es sich hierbei um Winterschuhe. Und wieso ist dieser Karton so unfassbar süß? Dieser Schuhkarton ist so winzig. Genau, ich mache die jetzt mal auf. Ich habe mir die selbst noch nicht angeguckt. Der Postbote hat gerade geklingelt. Und die sehen ganz schön groß aus. Okay, ich zeige sie euch erstmal, weil die sind so unfassbar süß. Schaut euch die mal bitte an. Ich kann die auch nochmal aus der Nähe zeigen. Die sind so süß. Innen richtig schön warm, gefüttert und so. Das dürfte eine 22 sein. Ja. Und eigentlich ist es seine aktuelle Größe. Also ich finde die super süß. Und ihr werdet schon sehen jetzt bei den nächsten Sachen. Ich habe ganz viel diesmal in allen möglichen Grüntönen bestellt. Letztes Jahr stand ich so auf dieses Senfgelb und hatte zum Beispiel seine Winterjacke in Senfgelb und ganz viel so für ihn da in den Farben. Und dieses Jahr ist ganz viel grün. Teil 2. Die nächste Bestellung ist da. Wir haben es jetzt, ich sollte das Messer weglegen, wir haben es jetzt kurz nach 7. Es hat gerade, jetzt gerade der Hermesbote geklingelt, um die Zeit. Und den Karl geweckt. Der Karl ist zum Glück gleich wieder eingeschlafen. Ich bin auch schon bettfertig. Ich habe nicht meine Hose an. Aber auf jeden Fall ist das Paket da. Ich packe das jetzt schnell aus. Wir haben hier einmal, der sieht voll riesig aus, aber so Pullover kannst du immer schön in Oversize tragen. Einmal diesen coolen Pullover hier. Der ist super weich, ist eine 92. Dann einmal diese Hose hier. Die sieht perfekt aus von der Größe. Perfekt jetzt passend. Das ist auch eine 92 und die ist auch ein bisschen so breiter und so. Also wird das so eine richtig gammelige, entspannte, chillige Jogginghose. Und dann haben wir hier ebenfalls in der 92. Die sieht ganz schön kurz aus, muss ich jetzt gerade mal so sagen. Aber auch total weich und sieht auf jeden Fall bequem aus. Oh, ich glaube, die ist ganz schön kurz. Oder ist das eine Dreiviertelhose oder was? Wer kann mir das verraten? Neuer Tag, neues Paket. Es kam gerade noch was an. Das ist so süß. Und zwar Karls Kindergartenhausschuhe. Guckt mal bitte, wie süß die sind. Die Farbe kommt jetzt im Video gar nicht so rüber. Das ist so ein richtig schönes Gelb-Grün. Und die sind einfach so klein. Die passen perfekt. Aber die sind einfach nur so unfassbar süß. Und Hauptsache, die kam erstmal in so einem Riesenpaket. Genau, ich mache jetzt Schild ab und so. Und dann kann der Karl die anziehen. Ich sterbe, die sind so, so niedlich. Hier ist das drin, was ich nicht bestellt habe. Es steht aber auf diesem Lieferschein mit drauf. Ich zeige euch erstmal das, was ich bestellt habe. Das ist nämlich ein Pullover für Karl. Und der ist ziemlich cool. Warte mal, ich tue mal das Schild rein, das sieht nämlich cool aus. Genau, der ist relativ dünn. Ist noch ein bisschen groß, aber auch so oversized. Also den finde ich total schön. So, und jetzt muss ich eben mal meinen Laptop holen. Hier ist was drin, also im Wert von 15 Euro, was ich aber nicht bestellt habe. Dann werde ich jetzt wohl erstmal mich darum kümmern, dass dieses Fliegending hier, die ist eigentlich auch recht schön so. Also, ich habe hier gar schlechtes Licht. Aber, ja, dass dieses Fliegending hier wieder wegkommt. Und, dass ich die Schlafanzüge noch kriege. Und dementsprechend denke ich mal, wenn alles andere vorher kommt, dann sind die dann nicht mehr mit drin. Jetzt in dem Video, dann blende ich euch ein Bild von ein. Aber sowas regt mich schon wieder auf. Heute ist Montag. Dann wissen wir ja, woran es liegt.
Ich habe das nächste Paket bekommen, das sollte eigentlich gestern kommen. Die Zustellung wurde abgebrochen, weil wahrscheinlich, keine Ahnung, Unfall oder so, ich weiß nicht. Dann kam heute früh eine E-Mail, es wurde falsch verladen, dachte ich mir so, alles klar, super. Und es sollte eigentlich morgen kommen und dann klingelt vorhin der DHL-Boten, bring mein H&M-Paket. Okay, es fehlt noch ein Paket, was mit Hermes heute kommen sollte, was ich aber bewusst umleiten lassen habe zum Paketshop und da ist es halt noch nicht angekommen, weil das sollte nämlich auch gestern kommen und dann hieß es, ich war nicht da, obwohl ich zu dem Zeitpunkt, wo halt die Zustellung versucht wurde, da war und deswegen dachte ich mir so ganz ehrlich, da lasse ich das umleiten, kriege ich nachher noch eine E-Mail und dann hole ich es nachher aus dem Paketshop ab. Oha, das sieht richtig cool aus in der Schachtel. Das ist wirklich schön gemacht und zwar sind es, hoffentlich ist es jetzt innen auch schön, oh ja, sind das kleine Söckchen. Und zwar zeige ich euch eben, das sind lange Socken. So in halt weiß. Dann so einem. Den müssen wir erstmal waschen. Dann so ein grün, so ein blaugrün halt. Dann so ein helles Mintgrün. Und ein Senfgelb. Genau, also es ist wirklich süß gemacht. Der sieht auch von der Größe her super aus. Also ziemlich groß, aber was ist denn das? Eine 86. Also es fällt schon wieder sonst wie groß aus. Genau, mit so Tieren und sowas. Er hat ja hier vorne so eine Tasche am Bauch. Das ist halt einfach so ein schöner Grünton. Und dazu passend habe ich nämlich auch noch die Hose bestellt. Das ist jetzt dann, ich hoffe, dass die Hose von der Größe genauso gut ausfällt und ich dann ihm das wieder so als Set anziehen kann. Weil das finde ich echt süß so. Ja, die Hose, wobei die sieht ganz schön lang aus, muss ich sagen. Das ist jetzt halt die dazugehörige Hose. Ich kann euch das auch nochmal eben zusammen zeigen. Ja, das ist ein Set, derselbe Grünton. Und dann habe ich noch einen dunkleren Grünton, noch einen Pullover. Und zwar ist der einfach nur ganz schlicht, aber es halt, ihr seht hier den Unterschied, denke ich mal, ein anderer Grünton. Genau, das sind die Sachen von H&M. Die vorletzte Teillieferung der Wintersachen ist angekommen. Und zwar dann schlussendlich gestern habe ich den Paketshop geholt. Vorgestern wäre sie da gewesen. Da haben wir einmal Handschuhe. Das sind so Fäustlinge. Es macht mehr Sinn, nicht gegen das Licht zu filmen. Genau, also so ein paar dunkelgrüne Fäustlinge. Und ich habe gesagt, es ist ganz viel dunkelgrün. Das nächste Teil nämlich auch. Das ist allerdings eine 98, glaube ich, für nächsten Sommer. Aber ich fand es so süß. Und zwar, mal sehen, ob ich euch das einhändig zeigen kann. Das ist einfach ein T-Shirt. Okay, das von der Größe her könnte das auch bauchfrei für mich sein. Ja, genau. Ein T-Shirt. Und das Letzte, was in diesem Paket noch drin war, ist die Winterjacke für Karl, über die ich mich so sehr gefreut habe. Ich drehe jetzt gleich mal die Kamera um, dann zeige ich euch die. Die hängt hier auf dem Bügel. Und zwar ist es diese Winterjacke. Die ist richtig schön dick gefüttert. Ich finde es so süß mit diesen Origami Tieren oder was. Und ja, das ist auch was echt Gutes. Ich habe die jetzt hier erstmal in den Schrank gehängt. Und genau, darüber freue ich mich sehr. Und ich habe dann gestern habe ich noch diese Schlafanzüge nochmal bestellt, die hier falsch geliefert wurden, also wo was anderes stattdessen geliefert wurde. Die sollten in ein bis zwei Tagen da sein, dann zeige ich euch die noch und dann haben wir alles. Also es war jetzt, glaube ich, super chaotisch, weil ich 27 Mal ungefähr gefilmt habe an allen möglichen verschiedenen Tagen. Aber das ist halt so, wenn man bei mehreren Seiten bestellt und dann alles sonst wie gestückelt kommt. Und nachdem ich jetzt zum zweiten Mal die Schlafanzüge bestellt habe und zum zweiten Mal derselbe falsche Artikel geliefert wurde, wodurch ich jetzt einfach mir ganz sicher bin, dass die da im System einen Fehler haben und ich da einfach nochmal anrufen muss und sagen muss, dass das jetzt schon zweimal war und dass es nicht irgendwie beim ersten Mal was Falsches einfach nur eingepackt wurde, werde ich das Video jetzt beenden und blende euch jetzt ein Bild von den Schlafanzügen ein. Ob ich die noch kriegen werde, ist die andere Frage. Weil ich halt, wie gesagt, ja erstmal nochmal anrufen muss und es wird ja irgendeinen Grund haben, dass es da im System falsch hinterlegt ist. Vielleicht sollte ich mal den Artikel bestellen, den ich da fälschlicherweise jetzt bekommen habe und kriege dann vielleicht stattdessen die Schlafanzüge. Das wäre natürlich auch noch eine Methode. Nein, keine Ahnung, ich werde da mal anrufen. Und genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war natürlich wieder super gestückelt. Ich
Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Ich verlinke das letzte, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Unten drunter könnt ihr einfach in der Beschreibung gucken. Also da ist dann der Link. Und ja, hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder ein Like oder ein Abo oder was auch immer. Und ja, dann bis zum nächsten Video.